genau das ist PA für mich. Dieses lyrische Sachen aufzeigen, Sachen sagen von wegen hier, guckt euch das mal an. Was ist damit, ihr verschließt eure Augen davor. Weil quasi dieses Augenöffnende und das alles so gepaart mit einem unglaublich kranken Beat. Und alle sehen, okay, das ist erfolgreich, ich mache genau das, ich benehme mich genau so. UFO ist irgendwie auf Drogen in seinen Videos, ich muss auch auf Drogen sein. Was geht ab? Und herzlich willkommen mal zu einer XXL-Folge Rap Talk. XXL? Ja, ich denke mal schon, weil der Track alleine schon 5 Minuten 30 geht. Ja gut, denn der Track ist, den wir uns heute geben, 100 Bars Final Kill von PL Sports. Ja. Produziert von Checker und Ich weiß es nicht. Ja. Also der absolute Final Kill wäre natürlich, wenn die Leute auch den Kanal abonnieren würden. Oh ja. Das wäre der Final Kill. Aber zurück zum Thema. PA Sports 100 Bars Final Kill. 100 Bars hat er ja schon angekündigt ein bisschen, ne? Mit seinem zweiten Statement auch auf dem Kanal hochgeladen. Ja, die 100 Bars Sachen von PA waren ja meistens immer so Abrechnungen. Ja, und es gab auf jeden Fall mal irgendwas, ist schon was länger her. Tatsächlich. Mhm. Da war der PA mit dem Leon Lovelock im Interview. Mhm. Das hatte ich damals gesehen. Ah, ja, ja. Wo er das schon mal so gesagt, dass er da schon mal was gemacht hat, auch wo so ein bisschen auch an die Straße gerichtet und so, dass er da mal auf jeden Fall was geschrieben hat mit 100 Bars. Ich denke mal, das war die Rohfassung von dem, was wir dann heute hören. Kann gut sein. Oder er hat es halt über den Haufen geworfen, hat es nochmal neu gemacht. Kann auch sein. Wenn wir jetzt gleich hören. Ich bin auf jeden Fall, also die 100 Bars, das sind immer so, keine Ahnung, ich weiß nicht, da freue ich mich immer drauf, weil das halt meistens immer gute Reimtechnik, gute Flows, geiler Beat und sehr geile Aussage dahinter waren. Ja, mit einem zusammenhängenden gerade Text. Pierre ist ja eher einer, der dann so mit Inhalt puncht, als irgendwelche Wortspielereien und sonst was, was jetzt so eher so Battle-Rap wäre, so. Sondern er macht das ja schon eher, dass er wirklich so die inhaltlichen Punches verteilt. War ja auch damals so, ich weiß nicht, ob das auch 100 Bars waren, die auch gegen Casey damals gingen, als er so ein kleiner Beef losging und wieder aufgehört hat ganz schnell. Ich bin jetzt mal echt gespannt. Er will mit allem abrechnen und da bin ich jetzt wirklich gespannt. Also 100 Bars, ja. Final Kill. Ich würde sagen, los geht's, oder? Komm. Nicht mehr hören, Schädel voller Pensus, weil der Hase nicht mehr turnt, Automatik unter Merch, komm ich sag dir was mich stört, deutscher Rap wird wie eine kleine Nutte durchgefickt und ich war jahrelang Voyeur, Motherfucker, wir hatten Nada, ihr macht Auge auf unser Para, rauche Kuschbanana, während ihr Nutten wie Hunde sabbert, geht daran kaputt, dass der Kleine ein paar Millionen hat, doch ich hab die Vision verpackt und jeden von euch groß gemacht, nimm in der Loge Platz neben Marilyns und Veronikas, sie sagen, dass ich optisch was von Michael Corleone hab, nur 3% von meinem Vermögen hätten dein Tod gebracht, ihr Komiker, seid kleine Ratten mit Fängt schon hart an, jetzt haut der Beat nochmal einen oben drauf, also ich glaube, jetzt wird's noch fetter, aber allein auch so diese Sache, jetzt gerade zum Schluss die letzte Line mit dem gefakten Odemars, das ist ja sowieso so ein Ding, dass sehr viele Leute, die sehr viel von sich halten, immer sehr teure, leider gefakte Uhren tragen. Ja, um einen Film zu kreieren, sonst irgendwas. Ja. Und ich glaube tatsächlich, ja, wir haben jetzt durch die Munich Wristbusters, die haben da gute Arbeit geleistet, um das alles aufzudecken. Wobei ich glaube, dass da noch viel, viel mehr ist, so, aber ja, die können natürlich jetzt auch nicht sich alles anschauen, ne? Was ich aber auch glaube, ist, dass die Leute das auch teilweise als Push nehmen. So nach dem Motto, die werden von Munich Wristbusters gepostet.
Und so nach dem Motto, ja, ja, danke, dass du mich gepostet hast, ja, ja, genau, war so und so, ja, ist eine gefakte Uhr, bla, bla, bla. Ja, ist eine einfach gefakte, ein die Echte liegt im, liegt im bei Safe. Der Bank, so. Ja, aber, man muss aber dazu sagen, ich finde das irgendwie lächerlich, dass die Menschen auch durch negative Publicity, aber es ist halt so, ne, negative Publicity auch noch nach oben kommen. Und die nutzen dann aber solche Sachen ja. wie Klo 1444 und halt Unique Wristbusters, um zwar negativ aufzufallen, aber wenigstens irgendwo in den Munde sein, so. Aber das ist ja generell so ein Ding, weil dieses negativ auffallen, das ist ja auch immer so eine Auslegungssache. Ja. Zum Beispiel, wenn ein Promi einen Kameramann schlägt, so, gibt's ja zuhauf in den USA und auch Einzelfälle in Deutschland so, dann kann man das auch als Negativpresse auslegen. Aber je nachdem, welcher Promi das ist, was für ein Image der verkörpert, ist es vielleicht auch keine Negativpresse, weil es ja eine Positivpresse ist, die sein Image unterstützt. Also es ist ganz schwierig. Gut, aber wer möchte natürlich das Image haben, dass alles fake ist, ne? Ja, so. Aber. Kommen wir zurück zum Track. Beat sehr nice. Vor allem man merkt, das ist halt wirklich so Abrechnungsstimmung, so komplett. Ja, ja. Der will halt einfach ne, Tabula rasa. Auch wie er reinkommt, erstmal nochmal so dieses tiefe Luft holen und dann geht's los. Fand ich wirklich sehr fett. So, okay. Dann wollen wir mal wieder auf die Lines achten. Genau. Deutscher Rap ist ein Witz geworden, alle fragen mich, wann werden wieder Bass gekickt. Ich schwung in diesen Laden, bring ab ein paar Jahren nur Business gemacht und wurde Millionär. Kein Hin und Her mit irgendwelchen Pissern, das war nicht so schwer. Doch hab mir jedes einzelne Gesicht gemerkt, jeden Spruch und jeden Hurensohn, der sich gedacht hat, ich wär nicht mehr der selbe Motherfucker, der ich war. Doch leider täuscht ihr euch, man lässt sich nicht auf kleine Hunde ein, während man Euros häuft. 2018, das Jahr, in dem ich alles neu formierte, brachte Life is Pain nach oben, obwohl sie mich boykottierten. Brachte Life is Pain nach oben, obwohl es nur Bella gab, während mein altes Ego auf dem in dem Keller saß, ab jetzt bin ich zurück. Ihr habt einen reichen Wichser vor euch. Eines Tages wird sich zeigen, wer Macht hat und wer vortäuscht. Schick euch Pisser zurück in die Matrix, so wie Morpheus. Eine Ansage vom PA sorgt dafür, dass es sofort läuft. Jeder fragt mich, was die letzten Jahre los war nach dem Guilty Diss. Von hinten wurde rumgesägt, doch Bruder, das ist nichts für mich. Die Szene positioniert sich beim. Ganz kurz, da sind wir nämlich bei dem Punkt, dieses Guilty. Genau. Ding, das war ja das gegen Guilty Casey. 400, das waren ja 400 Bars dann? Ja, ich glaube, ja. Das war ja das gegen Casey. So, das spricht er jetzt an. Aber auch alles, was er davor anspricht, lecco mio. Ja, natürlich. Aber sehr viel ist natürlich so dieses, ihr habt gedacht, ihr könnt's machen, aber haha, ihr könnt's nicht machen, so nach dem Motto. So, sehr viel ist das. Aber ist ja auch so meistens das, was man als Grund hat, warum man dann so einen Song macht. Wenn man sich denkt, okay, jetzt ist das Maß voll, ihr habt genug geredet, jetzt bin ich dran. Geil fand ich auch die Zeile so von wegen, ich habe L.I.P. nach oben gebracht, während mich alle anderen erst boykottierten. Da habe ich gerade wirklich drüber nachgedacht und da wurde am Anfang wirklich boykottiert. Da war kein großes Reden, weißt du, so nach dem Motto, wen hatte der damals auf L.I.P.? Er, Kianush? So? Er hatte Kianush und Mo Phoenix, meine ich. Waren relativ ja, am Anfang. Ja. Wer war noch? Ja, ich weiß nicht, nee, Casey war nie drauf, der hat das aber immer nein, unterstützt. Mosch kam dann später auch noch, aber das ist jetzt vor kurzem erst gewesen. Mosch zwei Jahre war auch drauf. Zwei, drei Jahre. Naja, auf jeden Fall, ne, so generell, der Name war bis klein geblieben. Und überleg mal, was für ein Label jetzt L.I.P. mittlerweile geworden ist, ne? Ja gut, aber das hat natürlich viel damit zu tun. Natürlich, Mo Phoenix ist ziemlich durch die Decke gegangen als L.I.P.-Künstler. Kianush auch kein kleiner Erfolg, sagen wir es mal so, sondern schon so guter Erfolg. Dann die Collabo-Alben von den beiden, die sind auch. Genau, dann, jetzt das Letzte. Jamule, auch wenn jetzt hier groß er für seinen Shitstorm gesorgt hat irgendwie, aber trotzdem, der ist ja auf einem ganz anderen Level erfolgreich geworden. Ja. Jetzt alles, was halt nachkam noch, ne, die sind ja alle nicht unerfolgreich. Gut, jetzt bei Ruhr muss man erst noch gucken, was da kommt. So, ob da der Erfolg kommt. Aber die anderen, bei den anderen läuft ja. Forti hat mit Vanessa Mai ein Feature gemacht. So, also. Er ist schon gut. Das läuft das schon. Label ist wirklich stark nach oben gekommen. Ja. So. Sollen wir weiter? Auf jeden Fall.
beim Hype und nicht beim besten Verse. Doch alles scheißegal, es war schon immer me against the world. Die Wahrheit findet ihren Platz gerne bei einer Minderheit. Die Lüge ist zu Hause zwischen Champagner im VIP-Bereich. Wer deutscher Rap ne Karre wären 3 Mille der Listenpreis. Erzählt mir alle nichts, ihr wisst doch selber, dass ihr Bitches seid. Geht doch eh nur darum, wer grad die besseren Karten hat. Kriege gewinnst du, wenn du grad den besseren Namen hast. Jeder pusht die Lüge, wenn irgendjemand die Wahrheit sagt. Das stimmt, das stimmt. Also Kriege gewinnst du im Deutschrap, wenn du gerade so den besseren Namen hast. Das ist wirklich ein Fakt. Ja. So, bestes Beispiel ist halt so diese Bushido-Sache. Ja. So, er hat damals, ob es ein K war oder gegen wen er sonst geschossen hat, er war immer der Große und deswegen waren die Leute dann auf seiner Seite. Und jetzt hat sich halt das Blatt gewendet, weil er jetzt halt auf einmal nicht mehr dieses Standing hatte und zu viel Dinge rauskamen und auf einmal sagen die Leute dann doch, ich bin vielleicht doch nicht auf seiner Seite. So. Ich finde sehr geil die Line gerade mit dem deutsche Rap ist eine Karre 3 Mille Listenpreis. Ja, ja. Und dann weißt du so, jetzt denken die meisten. Dass deutsche von wegen, Rap so nichts wert ist. So. So, die meisten denken jetzt 3 Mille, oh mein Gott, was, 3 Millionen. Nein, Mille sind 1000. Das ist im Endeffekt eigentlich dann, waren ja auch Shotkarren zu sehen in dem Video kurz. Ja, ja. Sehr geil gemacht. Sehr geil. Wirklich sehr geil. Kommen wir hören weiter. Sag doch, alles auszusprechen gehörte für mich zum Arbeitstag. Spiegel euch hier gerade mein inneres, Bruder, gar kein Spaß. Wenn sie dich fragen, wer im Ruhrpott King ist, dann sag meinen Namen. Jeder zweite Essener, der heute das Spiel mitspielt, kam aus meiner Schule, ist alles easy, doch keep it real. Sie fragen, warum ich mich beschwere, denn ich bin selber rich. Zähle 1 Milliarde Streams im Katalog, doch hab dieselbe Sicht. Denn deutscher Rap ist immer noch dieselbe Bitch und wird von irgendwelchen Junkie-Kindern im Hotel gefickt. Jeder macht dieselben Geräusche und ihr lacht über denselben Witz. Jeder Hit der letzten Jahre war für mich derselbe Hit. Jeder dieser neuen Rapper ist für mich dasselbe Kind. Wo sind die wahren Helden hin? Ich glaube, diese Welt ist blind. Immer. Ja, ist auch wieder so eine Sache, warum wir es halt auch oft schwer haben, genug Songs zu haben, auf die wir reagieren sollen. Mhm. Weil es ist nun mal, es gibt starke Künstler in dem Bereich, die's vorgemacht haben, aber alle, die jetzt hinterherkommen, so. Ich weiß nicht, für mich ist das halt alles so Einheitsbrei. Mhm. So ein UFO fühle ich. Ich weiß so, bei dir ist UFO jetzt nicht das so, das, was er meistens macht, ist nicht das, was dir meistens gefällt, so. Ja. Sagen wir es mal so. Ich habe das alles noch so gefeiert. Jetzt, ja, alles ist übertrieben, aber das meiste von ihm feiere ich halt schon. Aber so diese ganze Welle, die jetzt nachkam, ist halt einfach so, und alle sehen, okay, das ist erfolgreich, ich mache genau das, ich benehme mich genau so, UFO ist irgendwie auf Drogen in seinen Videos, ich muss auch auf Drogen sein. Wenn wir schon bei Fakes sind. Oder ein Luciano schreit Bo, 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 muss ich auch machen jetzt und so, und muss meine Stimme tiefer verstellen und so Sachen. Und ist halt eine Entwicklung, die halt schade ist. Klar, wir hatten das früher auch, dass Leute sich dann hingestellt haben und krass auf Gangster gemacht haben, aber eigentlich ein Witz waren so. Ja. Und das ganze Image kreiert haben. Aber damals war es ja noch so, dass die Leute auf dem Level noch getestet wurden irgendwo. Heute ist es ja nicht mehr so. Ja, was ja auch irgendwo einfach, gut ist. Ja, so, ja. Das ist ja auch irgendwo gut, dass du heute Musik machen kannst, ohne Angst zu haben, dass du dafür auf der Straße einen auf die Fresse bekommst. So für das, was du gesagt hast. Aber andererseits hat es natürlich auch für eine gewisse Realness im Rap gesorgt, die halt mittlerweile komplett weg ist. Ja. Generell, was kann man da noch großartig zu sagen? Es ist halt einfach, dass Deutschrap wurde überschwemmt mit einem neuen Film, der, keine Ahnung, mit wirklicher Liebe zu Hip-Hop, zu Rap-Musik gar nichts mehr zu tun hat. So. Es ist einfach ein eigenes Genre geworden. Mhm. Ein Genre im Genre. So, und das ist halt so ein bisschen schade, weil es ist ja auch immer wieder so, da kann man auch mal einen Shoutout an einen anderen Kanal raushauen, MCTV, der immer alles so zusammenschneidet. Der macht das auch immer sehr nice. Wenn ihr das noch nicht ausgecheckt habt, checkt den auf jeden Fall mal aus. Ja. Der macht das sehr nice. Und bei dem ist das so, wenn ich mir die Sachen durchhöre, dann ist es halt wirklich so, dass ich das Gefühl habe, 20-30% ist wirklich Rap in der Form, wie ich es als Rap bezeichnen würde. Mhm. So, also nicht mal mein Geschmack. Vieles ist dann trotzdem nicht mein Geschmack. Aber
so was ich wirklich als Rap bezeichnen würde, aber wenn da zwischendrin wirklich Gesang, komplette Songs kommen, wo nur gesungen ist, wo alles oder was zu technolastig ist oder halt wirklich Popmusik ist oder so, ja, dann frage ich mich halt einfach, was das so in dem Rap-Genre zu suchen hat. Aber scheinbar ist es halt so. Und scheinbar muss man auch das machen, um erfolgreich zu sein, leider. Ja, momentan. Ja. Na, egal. So, genug Monolog. Ich muss noch eine Sache sagen. Bei PA, der Stimmeinsatz zwischendurch, man merkt so, dass er es zwischendurch auch so rausgrölt quasi. So mit, schon mit ein bisschen mehr Power, dass das wirklich rausschreit. Und man merkt die Wut dahinter. So, dass wirklich diese 100 Bars wirklich nicht einfach geschrieben hat, sondern es auch mit kompletter Emotion backen kann. Sehr nice, sehr ja, nice. Also ich verstehe ihn auch komplett, ja, muss ich sagen. Weil die Punkte, die er angesprochen hat, das merkt man vielleicht auch so jetzt an meiner Reaktion da drauf, sind halt Dinge, die mich genauso stören. Und er spricht's aus, das ist das Geile. Als Rapper spricht er es aus. Und das ist halt wirklich, aber Kianosch hat das ja auch schon bei Straight das Ganze thematisiert mit Klickkauf und so weiter und so fort. Nur dass Straight halt etwas hitlastiger war. Ja. Als das jetzt. So. Das ist ja jetzt eine komplette, ein Final Kill halt, ne? Ja, das ist, das gibt Gas. Also. So, weiter. Noch dieselben Hintermänner für dieselben Rapper, die sich nicht mal selbst bestimmen, weil alles mit dem Geld beginnt. Dein Selfie-Pick auf Instagram ist nur Momentaufnahme. Ich hol dich runter auf den Boden, dicker Rechtsauslage. Der Punkt ist da, an dem ich mir selber mein Cash auszahle. Geht die Firma pleite, dann wird die Ware gestreckt auf Waage. Frankreich ist eigenständig, Amis sind eigenständig. Nur die Deutschen sind am Kopieren, denn sie haben kein Verständnis davon, wie man deutschen Rap endlich ein Unikat verpasst. Ich reiße dieser Industrie heute sämtliche Kabel ab. Sie labern Schwachsinn, bei Jamule wäre der Vertrag geplatzt. Zur selben Zeit hängen wir beide mit unseren Jungs im Buzzer ab. Von hinten rum wollten sie allesamt an meine Art bis ran. Doch was ihr nicht versteht, ist, dass man Messi nicht bezahlen kann. Da braucht man nicht viel zu sagen. Die also, Bars also stehen für sich selbst, Bars Alter. Die Bars sind schon hart, also wirklich. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Da kann ich man nicht viel nicht, zu sagen. Nein, eigentlich kann man es genauso stehen lassen, weil es ist einfach ein Fakt. Ja. Ja. Gut, weiter. Jeder auf dem Label ein Unikat, alle Superstars. Sind die Deals zu Ende, holt sich jeder seinen Kuchen ab. Ich linke meine Brüder, ich dachte schon immer brüderlich. Will, dass sie jeden meiner Fehler sehen und selber klüger sind. Inshallah habt ihr eines Tages alle selber Labels. Kann sein, dass Kianosch das letzte Album von PA bringt. Kann sein, dass Fordy mich irgendwann mit auf Tour mitnimmt. Jeder hat sein Nasib, Gott ist der, der unseren Kurs bestimmt. Ihr wollt nicht verstehen, dass wir nicht so wie diese Huren sind. Fick mal auf Verträge, Mann, wir gucken, was die Zukunft bringt. Haben sei's mit Anfang 20 mehr Mann als die halbe Szene. Du kennst meinen Bunker, Bruder, kill sie alle, falls ich gehe. Ruhe splittet jeden von euch Pissern in die Hemisphäre. Hab ne Menge Pläne, Lack LIP ist das beste Label. Auch wenn ihr das Auto meiner Eltern um halb elf verbrennt, bevor ihr einen Cent bekommt, wird das ganze Geld verschenkt. Okay, jetzt geht's an die Straße so. Jetzt geht's oh, an die Straße. Beat. Ja. Oh. Also ich muss sagen, ich glaube, jetzt ist so dieser Part vorbei, wo es eher so um die Szene ging. Um die Rap-Szene an sich. Genau so, was ihn an der Szene anpisst, abfuckt so. Und jetzt gerade, wo er angefangen hat, so mit dem Auto, ist ja klar, so das war ja eher so, sagen wir mal, ich sag mal, es sind Unterweltsgrößen gewesen. Ob sie wirklich so groß waren, weiß man nicht. So. Aber auf jeden Fall Leute aus der Unterwelt. Auf jeden Fall. Ich muss einfach sagen, krass. Gerade hier bei dem Part wird der Beat auch aggressiver. Ja. Aber auch jetzt gerade so, sagen wir mal, die letzten 20 Bars ungefähr, 20, 25, 30 sogar vielleicht. Die waren halt schon sehr straight, krass, direkt, so, ohne viel noch zwischendrin sowas gesagt, sondern wirklich eine Aussage nach der anderen. Richtig krasse Aussagen. Ich kann so weit, also außer die persönlichen Sachen natürlich von ihm, die kann ich halt alle unterschreiben. Hm. Ja. Kann man nicht viel zu sagen. Der Typ, ich weiß nicht, wenn er solche, genau das ist PA für mich. Dieses ja, lyrische Sachen aufzeigen, Sachen sagen von wegen hier, guckt euch das mal an, was ist damit, ihr verschließt eure Augen davor, weil quasi dieses Augenöffnende und das alles so gepaart mit einem unglaublich kranken Beat und halt der Reimtechnik, der Lyrik dahinter. Und das ist wirklich ja, so ein
du liest das vor und das könnte genauso einfach nur ein Text sein, der du vorliest, wie so ein Abschlussbrief oder generell so ein Brief an irgendeine Zeitung oder sonst irgendwas. Und das ist halt einfach nur ein kompletter Rap-Track, der auch noch richtig nice ineinander gereimt ist. Also. Ja. Richtig, richtig, richtig dickes Ding so. Na, Mann. Was mich aber mal interessieren würde, ist, wie findet ihr den Song, den Track? Könnt ihr die Aussagen, die er so über Deutschrap und über Deutschrapper generell und die Entwicklung von Deutschrap und so getätigt hat, seid ihr da der gleichen Meinung? Das würde mich echt mal interessieren. Schreibt das auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Ja, nee, würde mich auch interessieren, tatsächlich. Ob nur wir beide jetzt das so sehen oder ob das wirklich auch mehr Anklang findet. Ja, ich glaube, dass die Szene momentan sich so ein bisschen so, was das angeht, spaltet. Ich glaube, da spaltet sich die Szene im Moment sehr. Glaube ich auch. Ich würde sagen, wir hören weiter. Jetzt geht's auf die Straße. Yes. LK ermittelt, überleg mir meine Schritte. Klären wir's auf der Straße oder in der deutschen Mitte. Bei mir geht es um Millionen, wir sind nicht irgendwelche Fische. Jeder Kodex ist gefickt, werden die Eltern angegriffen. Saß für Monate in U-Haft, sprach noch nie mit den Gerichten. Doch hier geht es nicht ums Snitchen, hier geht's darum, euch zu ficken. Ohne 15 Jahre sitzen, unser Leben zu vernichten. Vor euch steht ein echter Mann, ich lass mich von euch nicht vergiften. Die wahre Bitch ist die, die euch bezahlt für so Geschichten. Um auf Instagram zu flexen mit Gangstern in der Liste. Dicker Rap ist meine Waffe, wenn mich irgendetwas stört. Werd die Wahrheit immer bringen, auch wenn ihr sie nicht gerne hört, komm im Eifer des Gefechtes, die Zeilen sind mein Vermächtnis, beseitige. Der Beatwechsel. Bruder. Also erstmal so die Lines an die Straße waren auf jeden Fall mal nötig. Mhm. So, muss ich sagen. Generell, wie er das halt verpackt, weißt du, er sagt so nach dem Motto, nehme ich jetzt, weißt du, so quasi 15 Jahre Knast in Kauf, dafür, dass ich euch einfach komplett auseinandernehme. Oder, weißt du, die deutsche Mitte finden, weißt du, das alles über Anwalt und sonst was zu klären. Und das ist dann kein Snitchen, weil, guck mal, das ist ja, alle reden von Ehrenkodex, aber wo ist der Ehrenkodex, wenn Eltern angegriffen werden? So? Ja, genau so Sachen. Boah, ich wüsste also, nicht, was ich machen würde in dem Fall. Also ich persönlich bin halt so kein Freund der Polizei, so. Ich würde in einer regulären Situation niemals, wirklich niemals die Polizei rufen. Hm. So, aber ich glaube, es gibt Situationen, wo es Sinn macht. So, und ich glaube, das ist so eine Situation, wo es Sinn machen kann. So, weil im Endeffekt, was hat er denn für eine Möglichkeit? Entweder er gibt nach oder er riskiert halt 15 Jahre Knast. Mhm. So, und beides sind Dinge, die eigentlich so keine Option sein sollen. Nee. So, und dann bleibt ja nur noch die andere Option. Und da, ich denke so, das wird auch für ihn so ein über den Schatten springen sein. Glaube ich auch. Und ich glaube, das wird bei sehr vielen so sein, dass man da über den Schatten springen muss und die Sache nicht selbst klärt. Und ich fand auch sehr gut, dass er dann auch nochmal auf den Punkt gebracht hat, dass die wahren Bitches diejenigen sind, die dann für ihren Schutz bezahlen und um Gangster bei sich in der Liste stehen zu haben. So. Das ist halt das, was ich halt auch immer schwierig finde. Gibt natürlich immer Leute, bei denen es nicht so ist, so die halt einfach aus dem Umfeld kommen und in dem Umfeld leben und so. Mhm. Das ist ja immer was anderes, aber sehr, sehr viele Rapper zahlen ja dafür. Zahlen dafür, mit solchen Leuten zu sitzen oder so. Ja. Da gab es auch so einige Stories, wo dann sich ein Rapper darüber lustig gemacht hat und gesagt hat, so von wegen, fing dann zu heulen, weißt du, nach dem Motto, auf Fake. So von wegen, ich will auch in Cafés sitzen und Leute Onkel nennen, die gar nicht mein Onkel sind. So, ich will das auch. Kann nicht jemand kommen? Ich zahle auch Schutzgeld. Das ist so. Ja. Aber genau das ist die Politik momentan. Und das ist eigentlich ziemlich traurig. Ja, sehr, 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 sehr schade. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Ich will den Beat weiterhören. Ja, wir hören jetzt auch weiter. Komm. Ist gut. Deine Wackness, denn keiner schreibt mit der Technik. Sie weit und breit keine Nächste. Dreist dich in Teile und fress dich. Der weiße Hai kommt und rächt dich. Ich bleibe frei und bestechlich. Die Einzelheiten sind lästig. Doch Scheiße und Scheiße deckt sich. Nur 31er fressen. Ab Seiten frei auf der Blacklist. Der Michael Knight in dem Rap-Shit. Zerteile Blei. Wenn es Stress gibt, zerreiße live ohne Hektik. Den Einheitsbrei der Top Ten ist. Ich scheiß auf peinliche Faggots. Die Eier zeigen per Message. Bring sie auf die Bühne. Ich kill sie rein. Weise wie Kendrick. Bin Ride or Die ohne Grenzen. Guck, meine Leistung ist Champion. Du scheiß dir gleich in die Pampers. Der Hype ist leider zu Ende. In einer Welt, in der Faker und Blender dreckig feiern, ist Life is Pain das einzige Label mit echten Eiern.
Aber weißt du, was ich meine mit der Stimme? Dieses ja, ja. Aber gerade jetzt geil. So zum Schluss, so diese Flow-Passage richtig abgerissen. Ja, aber richtig abgerissen. Da war dann natürlich keine Aussage mehr großartig so in dieser Passage. Aber dafür technisch halt so stark, dass er halt auch nochmal so bewiesen hat, okay, Technik ist halt auch alleine schon so stark, so dass eigentlich da nicht viel so mithalten kann. Krass. Krass. Wow, und vor allem dann noch gepaart mit dem Beat. Komplettes Gesamtpaket einfach nice. Vor allem auch, wie das Video geschnitten ist, mit diesen Zwischenszenen da drin und so. Ja, und auch, den, auch sehr viel so Bildschrift, Bildsprache mit drin. Sehr viel Bildsprache mit drin. Auch dieses Bild, wo dann das Auto im Hintergrund brennt, so, ist ja auch wieder darauf bezogen, dass das Auto von ihm oder von seinen Eltern so am Haus der Eltern gebrannt hat. Das halt schon. Ich fand auch sehr geil die Bildsprache, dass so Fleisch, die ganzen, ne, die wie nennt man das? Er war Kadaver. Auf jeden Fall im Schlachthaus, ja, die Kadaver, genau. Also die quasi die Schinken weiß, oder was auch immer da hängt, ja, so, ja, weißt du? Ob das jetzt wahrscheinlich Rind, Lamm oder sonst was. Weißt du, dass er so wie in einem Schlachthaus ist und dann 100 Bars Final Kill. Also einfach nice. Einfach ja, nice. Ja. Ich denke, jetzt wird auch der Final Kill kommen, wo er mit der Pumpgun abdrückt. Ich bin gespannt, ob jetzt nochmal ein paar Bars noch hinterherkommen. Ich habe natürlich nicht mitgezählt. Ich weiß also nicht, wenn ob mindestens eine Strichliste führen, ja. Also, nein, aber komm. So, geben wir uns mal den Rest. Das war wohl der Rest. Du hast es wieder mal geschafft. Du hast es wieder mal geschafft. Das war natürlich der Rest. Genau dann Pause zu machen, bevor der letzte Ton kommt, bevor irgendwas kommt. Naja. Okay. Ja, so ein Talent braucht man. Ja, und das hast du. Neben schlechten Überleitungen. Nein, aber alles in allem, also 100 Bars Final Kill Name ist ein Programmpunkt. Definitiv. Punkt. Krasses Ding. Ich würde sowas eigentlich nicht unbedingt bei mir in die Spotify-Playlist packen, aber weil der Track so stark ist, mache ich das. Mhm. Weil ich den auf jeden Fall noch ein paar Mal hören möchte. Wenn ihr den auch noch ein paar Mal hören möchtet, dann entweder hier auf YouTube, dann ist er da unten drunter verlinkt, oder bei mir in der Spotify-Playlist, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Alles verlinkt. Alles verlinkt. Alles vernetzt. Alles. Alles. So. Alles. Willst du noch was sagen? Eigentlich nicht. Ich feiere PAs Stimme auf dem Ding, weil die so ein bisschen mehr Druck hat. Ich feiere die Beat-Passagen, gerade die Beat-Wechsel zueinander. Die Aussagen da drin zu 100% und vor allem, weißt du, so, der redet sich das von der Brust. Und das mit so einer Wut und Aggression, es sind wirklich 100 Bars Final Kill und mehr kann ja, man dazu nicht definitiv, sagen. Ja, definitiv. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich freue mich aufs Album. Ja. Ich freue mich aufs Album. Und ihr könnt euch auf die Videos über uns freuen und draufklicken. Und wenn ihr das getan habt, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder mit einem neuen Video. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch kein einziges Video mehr. Und folgt uns auf Instagram, dann verpasst ihr gar nichts mehr. Gar nichts. Auf Wiedersehen.